seit dem 25. Februar mit der Nummer 327, dem darunter befindlichen Kommentar, berichten wir kritisch über das Corona-Thema. Heute die klassische Heute-Sendung sagte heute, ja, es kommt immer mehr Druck auf die Regierung, wird auch Zeit. Ja. Und dann die Grünen haben Parteitag und Online-Parteitag gemacht, Wohlhabende stärker zur Kasse bitten. Das ist der falsche Weg, das wird nichts bringen, denn die Wohlhabenden sind stärker als die Grünen und so machen sie sich keine Freunde. Ja, wir müssen mit den Reichen zusammen die großen Probleme lösen. Ja. Dann zeigt sich, leere Arztpraxen. Ja. Das zeigt, dass all diese Verschwörungstheoretiker vieler Internetfernsehsender natürlich total daneben liegen. Wenn das eine Verschwörung wäre, zum Beispiel der Medizinindustrie oder so, dann hätte man natürlich darauf Rücksicht genommen, dass wenn man den Leuten Angst macht, übertriebene Angst macht, dass die dann eventuell auch Angst vom Arzt bekommen. Ja? Nein, sozusagen, das zeigt, dass einfach hier einfach nur die gewinnbringenden Irrtümer wirken und das ohne Sinn und Verstand und das also sozusagen hier sozusagen, ich glaube, dass am Ende noch nicht mal die Pharmaindustrie ihre Impfungen kriegt, ja, weil das gibt schon so viel Widerstand dagegen. Ich glaube, das alles wird nichts. Und eine Verschwörung, die wäre raffinierter gemacht worden und besser gemacht worden. Nein, das sind einfach nur diese gewinnbringenden Irrtümer. Also, ich erkläre es ganz kurz. Und das können wir da auch die USA noch mit reinnehmen, ja. In der USA herrscht nun mal die maximale Marktwirtschaft, ja, und die erzeugt nun mal maximale Immunschwäche. Also nirgendwo sind die Menschen so krank ernährt und so giftig ernährt wie in den USA. Und natürlich haben die deswegen ein bisschen relativ hohe Todeszahlen, wobei man nicht weiß, was bewirkt hat. Ne? Wir wissen ja jetzt nicht, ab der Sekunde einer Panik kann es natürlich immer eigene Paniktote geben. Ne? Und wir wissen ja auch nicht, wie viel das Medizinsystem getötet hat und so weiter. Ja? Wie viel die fragwürdigen Beatmungen getötet haben und so weiter. Weiß ja kein Mensch. Ne? Ist ja naturwissenschaftlich nicht mehr so ohne weiteres zu analysieren. Ne? Schauen wir es uns ganz kurz an hier. Die Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall, der Chefideologe der Marktwirtschaft in Deutschland, Markus Krall. Also hier haben wir den ersten Früharzt der Evolution und er sagt die Wahrheit und sagt, ja, also Leute, ihr dürft auf keinen Fall dieses moderne Ernährungszeug essen, denn das schwächt euer Immunsystem so stark. Ihr dürft kein giftiges Wasser, keine giftige Luft atmen, keine giftige Nahrung und keine giftigen Medikamente zu euch nehmen. Und es ist toll, dass ihr alles so naturbelassen lebt, macht nur weiter so, dann braucht er mich nicht. Ja? Und der andere, der vielleicht der tausendste Früharzt, irrt sich nach dem Naturgesetz von Mutation und Selektion. Muss es auch welche geben, die sich irren? Und der irrt sich und sagt, nein, ihr könnt ruhig die moderne Ernährung essen, das spielt überhaupt keine Rolle. Was ihr braucht, sind unsere Impfungen, Tests, Bestrahlung, Operationen, Chemotherapien, Antibiotika, tonnenweise am besten und so weiter. Und weil er sich irrt, hält er die Leute krank, hat dadurch Dauerkunden, verdient viel, kann zwei Kinder ernähren, drei Enkel, zwei Urenkel und eine ganze Großfamilie an Medizinprofessoren begründen. Und diese Medizinprofessoren geben einfach nur die Irrtümer, an die sie glauben, weiter und beeinflussen so Politik und Journalisten, weil alle sich nicht klar sind, dass es in der Marktwirtschaft nämlich gar keine, im Mainstream keine Experten geben kann, sondern nur außerhalb des Mainstreams, wie die 120 kritischen Ärzte und die
24 Next Scientists for Future, die.de. Nur diese 144 sind, vielleicht gibt es noch den einen oder anderen mehr, natürlich außerhalb, aber sagen wir mal, diese 144 sind die Basis dessen, da ist Nachdenklichkeit möglich. Im Mainstream sind überall so viel gewinnbringende Irrtümer, dass jeder vermeintliche Experte ein Irrtumsträger ist und uns alle in die Irre führt. Und genau das ist passiert, also keinerlei Verschwörung. Vergessen wir den Quatsch dieser Verschwörungstheorien, die allerdings im Internet wirklich überall wird jetzt rumverschworen. Ich hoffe, dass Bodo Schiffmann darin auch nicht abgleitet. Ja. So, dann gehe ich mal der Reihenfolge nach vor, noch ein paar Nachrichten. Ich verweise natürlich auf unsere heutige Nachmittagssendung und Ausgabe. Die war sehr gehaltvoll. Abends bin ich immer schon ein bisschen müde durch den harten Arbeitstag. Man hört es auch an der Stimme. Ne? Also, Schwedens Tegnell wird natürlich wieder gegen ihn gehetzt, ne? Und gegen Schweden gehetzt. Denn das ist ja der Dorn im Auge. Schweden beweist ja jetzt, dass die ganzen anderen Regierungen alles verkehrt gemacht haben und ihren Ländern völlig unnötig riesige Schäden zugefügt haben. Ja? Und deswegen muss ja gegen ihn gehetzt werden. Ja? Aber dann sickert auch immer ein bisschen Wahrheit durch. Zum Beispiel Tegnell hat aus seinem Fehler bei der Schweinegrippe gelernt. Da hat er nämlich Panik gemacht und hat die Leute geimpft. Und es sind ganz viele krank geworden durch diese Pfuschimpfungen, wie sie dann so auf die Schnelle gemacht werden. Ne? Ja, und daraus hat er offensichtlich gelernt, denn jetzt ist er ein bisschen vorsichtiger, jetzt fällt er nicht mehr so leicht auf Panikmache rein, ja? Das ist, der ist halt jetzt klüger geworden, aus Schaden klug geworden. Wir haben ja schon oft verdeutlicht, dass das der bessere Weg ist, ja? Und dann kommt noch so eine Falschbehauptung natürlich, dass man könne Schweden erst im Herbst beurteilen. Ja, bis dahin sozusagen ist ja keine Kritik an unserer Regierung gerechtfertigt, weil man ja Schweden erst im Herbst beurteilen könnte. Völliger Quatsch. Erste Möglichkeit, man bräuchte ja nur hinzufahren und nach den Massen an Toten zu suchen. Spurensuche überall, was weiß ich, Todesanzeigen. Oder irgendwie die Leute interviewen, sind in ihrem Bekanntenkreis irgendwelche Bekannten gestorben, mit oder an Corona oder mit Corona. Egal, sind da überhaupt Leute gestorben in ihrem Bekanntenkreis? Und so würde man dann ganz klare Ergebnisse kriegen. Ne? Und dass nämlich in Schweden nichts Besonderes passiert ist. Sind denn in ihrem Bekanntenkreis mehr gestorben als in den letzten 5 Jahren, jeweils zu der gleichen Winterzeit? Sind da auch mal Leute gestorben? Ja, und so weiter. Und schon kriegt man eigentlich gute Informationen, ja. Und man könnte die Feuerverbrennungsinstitute und die Sarginstitute, Bestattungsinstitute befragen, ob da wirklich irgendwie viel mehr los ist als in den letzten jeweiligen 10 Jahren, in den verschiedenen Wintern der letzten 10 Jahre. Ob da jetzt der ganz große Hammer da ist. Außerdem hier, ich mache es nochmal ganz schnell, es reicht ja auch einfach nur zu rechnen. Ne? Es reicht ja ganz einfach nur zu rechnen. Ja, also Deutschland, jedes Jahr automatisch 940.000 Tote, jedes Jahr. Schweden hat nur ein Achtel der Bevölkerung, also durch 8. Dort sterben also jedes Jahr 117.000 Menschen, ganz normal. Dann geht es um die letzten 3 bis 4 Monate, sagen wir vorsichtig 3 Monate, teilen also durch 4.
Das heißt, ganz normal wären in den letzten 3 Monaten 30.000 Leute gestorben. Winterzuschlag, im Winter sterben immer viel, viel mehr Leute. Also sagen wir hier mal heute ganz defensiv 33.000 Tote in den letzten 3 Monaten. Und in Schweden sind allerhöchstens bis in den letzten 3 Monaten 3.000 Tote gestorben. Das heißt also, wenn die jetzt alles zusätzliche Tote wären, was ja überhaupt nicht feststünde, hätten wir es jetzt also mit 36.000 Toten statt 33.000 zu tun. Das ist nicht dramatisch, das ist keine dramatische Schwankung. Wenn jetzt hier stehen würde, ja, 45.000, ja, das wäre schon erschreckend. Ja, also ich mache mal ein Beispiel bei der Pest, ja, die ja ein wirklicher Killergeschichten waren, ja. Wobei man da auch nicht weiß, ob das da nicht auch in erster Linie die Immunschwäche und die schlechte Ernährung eine Rolle gespielt hat, der extrem schlechte Vitaminstatus und so weiter. Aber immerhin 30% Tote, also ungefähr ein Drittel. Also das wären bei 33.000, dann hätten wir es mit 44.000 zu tun. Das wäre nennenswert. Also 36.000, das kann auch eine reine Zufallsschwankung sein. Und dann gut, kann man sagen, dann war es halt eine kräftige Grippe, wirklich eine kräftige Grippe. Und da müsste man vergleichen, ob nicht in den letzten 10 Jahren ähnlich kräftige Grippen da waren, wenigstens eine. Ja? Und dann muss man sich klar machen, dass man auch bei dieser ganz kräftigen Grippe nichts unternommen hat. Außerdem muss man ja von den 3.000 möglicherweise zusätzlichen Toten diejenigen abziehen, die jetzt verursacht wurden dadurch, dass die Wirtschaft der Schweden natürlich auch extrem geschwächt wurde durch die ganzen hysterischen Umländer, die ja, das hat ja die schwedische Wirtschaft auch ruiniert, ja. Außerdem müssen wir sehen, dass die ganzen Schweden natürlich auch panisch gemacht wurden durch die Außenwelt, durch die anderen Länder und dass dadurch wieder eigene Sterbedynamiken ausgelöst worden sein können. Und dann hat Schweden noch zugegeben, dass sie wirklich nochmal die Alten- und Pflegeheime hätten viel besser schützen können. Und wenn man das alles in Betracht zieht, dann ist in Schweden nichts Dramatisches passiert. Und wahrscheinlich hatte man in, was weiß ich, vielleicht 17, 18 in 3 Wintermonaten auch 36.000 Tote. Ne? Also ist das vielleicht maximal eine kräftige Grippe und mehr ist es nicht. Und wegen einer kräftigen Grippe die ganze europäische und deutsche Wirtschaft zu ruinieren, ist einfach ein Irrtum dann, ja, ein Irrtum. Und all das kommt immer wieder und wird immer wieder neu kommen, ja, weil heute war so eine Tierschutzdemo. Das kommt immer wieder, solange wir alle hier im Zeitalter der Marktwirtschaft leben, wird das alles immer wieder kommen, ja. Weil die Marktwirtschaft erzeugt jeden Tag einen neuen gewinnbringenden Irrtum irgendwo. Und die werden immer wieder zu unrealistischen Reaktionen führen. Ne? So, das war zum Thema Schweden. Dann haben wir nur noch hier, dann was ganz anderes. Passt allerdings auch irgendwo dazu. Schrecklich, diese Gesundheitsverkäufer. Ja, da gibt es Leute, die machen so ihre Videos, ja, wie sie was machen, wie sie Fasten machen und so weiter. Und dabei machen sie natürlich ganz schwerwiegende Fehler, weil sie natürlich lange nicht so intelligent sind wie die Next Scientists for Future.de. Und dann gebärden die sich quasi wie so
kleine Ärzte, ohne überhaupt jemals was gelernt zu haben und führen die Leute in die Irre. Ja, auch da wieder gewinnbringende Irrtümer, ja, also die Leute, das Schreckliche an denen ist auch, dass die unheimlich viel Primborium machen, ja, also so nach dem Motto, ja, da musst du noch das beachten und das machen, ja. Zum Beispiel hier bei einer Sendung war dann sowas, ja, irgendwie mit Darmspülungen oder Einläufe machen, ja, ich weiß nicht, damit irritiert man doch eventuell die gesamte Darmflora und dann ist das eventuell extrem schädlich. Also ich würde sagen, lasst den Darm in Ruhe und esst einfach nichts, ne? Und trinkt viel Wasser. Und ihr braucht da auch nicht irgendwelche Zitrone und da noch was reintun und da noch ran. Damit machen sich diese Leute nur wichtig so und unentbehrlich, so nach dem Motto, ist ja alles so kompliziert, ihr braucht meinen Rat und so. Und dann verkaufen die ihren Rat meistens auch noch. Ja, und dann kommen solche gefährlichen Tipps, dass dann also, was weiß ich, ein Apfel in einen Smoothie reingemacht wird. Jeder Saft und jeder Smoothie und alles, was halbwegs flüssig ist und irgendwie süße Elemente hat, ist gesundheitsschädlich. Davor hätten natürlich die Next Scientists for Future.de gewarnt. Aber diese Scharlatane da im Internet, die empfehlen das, ja. Und dann kriegen die Leute irgendwann, wenn sie Banane in einen Smoothie machen, kriegen sie irgendwann eine Fettleber und Diabetes und wundern sich, warum. Na, weil alles, was flüssig ist, da schießt der Zucker sofort ins Blut und ist genauso schädlich, wie wenn sie tonnenweise Zucker fressen würden. Ja? Aber das sind all diese ganzen unfähigen Leute und davon ist das Internet voll von solchen Scharlatanen und das nervt. Und dann immer diese, ja, die wollen im Prinzip noch hier was verkaufen und da eine Maßnahme, dabei ist es ganz einfach. Gemüse, Obst, am besten natürlich in Permakulturqualität, oder mindestens Bio-Qualität, wobei wir ja nicht wissen, ob Bio nur Betrug ist und so, das wissen wir ja alles nicht. Ne? Und auf jeden Fall Gemüse, Obst, ganz wenig Hülsenfrüchte, Haferflocken. Ach, ich will jetzt nicht alles aufzählen, wir haben genügend Sendungen darüber gemacht, wo das alles erklärt wird, aber diese ganzen Sondertipps, das ist nur sozusagen, ja Leute, kauft bei mir, kauft meinen Rat, weil wir wollen Geld machen und deswegen mache ich es ganz kompliziert und so weiter. Hört nicht auf all die Scharlatane des Internets, ne? Diese ganzen Verkäufer, ne? Ne? Deswegen, wir brauchen eine Instanz, die kein marktwirtschaftliches Interesse hat und das sind die Next Scientists for Future.de. Hm? Ja, Professor Hans-Werner Sinn, ich höre ja immer zwischendurch Professor Sinn, Christian Felber, Markus Krall und Nico Pech, ja. Also, Professor Hans-Werner Sinn sieht eben nicht, dass es einen Mechanismus gibt, hochbezahlte Stellen zu schaffen. Er versteht einfach nicht, ja, sozusagen, was ich schon so oft erklärt habe, auch wenn das natürlich leider muss ich ja den Leuten immer sehr wehtun, indem ich das sage, ja, dass wir die ganze Linksextremisten sind völlig realitätsfern, weil sie nicht kapieren, dass wir hier, dass wir aus DNS bestehen und dass unsere Genome ein Lotteriespiel machen sozusagen, sodass viele Kinder auch gar nicht fürs Leben bestimmt sind, weil sie einfach schlechte Lotteriezahlen bekommen haben sozusagen. Und das genauso wie die Lotterie hier. Da haben wir zum Beispiel, jetzt haben wir zwei Eltern, die sind beide 2 Meter groß. Ja, ja? 2 Meter groß beide. Und die Lotterie sorgt dafür, dass das eine Kind 1,80 wird, das andere 2,10 Meter und so weiter. Die streuen, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, aber er fällt ein bisschen vom Stamm. Und überall ist diese Zufallslotterie der Natur da. Ja? Und genauso hier, hier haben wir 2 Eltern, die 1,50 groß sind. Dann kriegt das eine Kind 1,60 Zentimeter, das andere 1,40 und so weiter. Alles streut um die 1,50, ja.
Und genauso ist es mit dem Gehirn, ja. Die einen kriegen genetischen, die Eltern, wenn die einen IQ beide von 150 haben, dann wird das Kind, werden die Kinder so mal 140, 160 streuen. Und wenn die Eltern aber einen IQ von 80 haben, dann streuen die eben so 70, 80, 90 IQ. Und da können wir mit Bildung machen, was wir wollen. Da wird kein Genie draus. Das geht nicht, ne? Sondern das ist unwahrscheinlich. Und von daher ist es eben so, dass es nur einen Weg geht, in Deutschland ein Hochlohnland wiederherzustellen. Hier am besten null Kinder und hier wenige Kinder, sodass wir hier, dass hier Genies geboren werden, die tolle Produkte erfinden, die die ganze Welt von uns haben will, oder wir kriegen aus aller Welt Zuwanderung aus diesem Bereich und die erfinden neue Produkte für den Weltmarkt und dann entstehen neue Arbeitsplätze und die können wir dann auch hoch bezahlen, weil wir dann quasi überall aus aller Welt hochqualifizierte Arbeitskräfte wollen und so weiter, weil eben die Welt diese Produkte so gut bezahlt. Aber Deutschland, da wir in Deutschland kaum noch sozusagen Leute haben, die überhaupt was entwickeln können, was der Weltmarkt haben will, ja, überlegen Sie mal selbst, was in den letzten Jahrzehnten überhaupt noch aus Deutschland kommt und was Sie, wenn Sie einkaufen, Sie kaufen wahrscheinlich ein iPhone aus Amerika oder sie kaufen ein Samsung-Phone aus, was weiß ich, Südkorea oder sie kaufen aus einen Computer aus dem und dem. Aber aus Deutschland, wann haben Sie das letzte Mal was aus Deutschland gekauft? Na, vielleicht noch ein Auto, aber das ist ja auch schon langsam vorbei. Na? Also deswegen, also wenn Europa nicht völlig kaputt gehen will, brauchen wir wenige kluge Kinder und null dumme Kinder und null Zuwanderung im dummen Bereich und nur Zuwanderung im Hochleistungsbereich. Und dann wird es wieder was mit Europa. Ne? Und das versteht Sinn aber auch nicht. Dazu ist er auch vielleicht zu linkslastig. Ne? Und ja. Ja, das war das. Und dann KenFM hat wieder eine Sendung veröffentlicht oder mehrere Sendungen veröffentlicht, der Sender. Da durfte mal wieder die naive Linke zuschlagen. Ja, so auch dann wird dieser Jean Ziegler oder so oder erwähnt, dieser so ein ganz linksradikaler Träumer sozusagen. Und da, der will natürlich alle Kinder retten, ja, und so weiter. Ja, was passiert, wenn wir alle Kinder retten? Ja, stellen wir uns nur mal vor, ja, hier in der dritten Welt, 50 Kinder pro Frau, ja, und stellen wir uns vor, diese Mütter seien strunzdumm, ja. So, und jetzt haben die 50 Kinder. So, und jetzt gehen wir hin und retten immer, dass diese 50 Kinder auf keinen Fall verhungern, ja, dass die alle überleben, ja. Und dann müssen wir nur eine Zeit lang ausrechnen, dann gibt es auf der Welt bald nur noch Milliarden von diesen Leuten, die 50 Kinder jeweils in die Welt setzen und wir retten die immer alle und für uns ist praktisch kein Platz mehr auf der Erde, ne? Also, das ist völliger Blödsinn. Ne? Also, wir müssen dafür sorgen, dass wir den Leuten, dass es eine neue Moral in der Welt gibt. Wer beruflich nicht außergewöhnlich kompetent ist, sollte aus Anstand gar keine Kinder bekommen. Und nur hier sollte man wenig Kinder bekommen, damit die Weltbevölkerung ein bisschen schrumpft und vernünftig runterschrumpft. Und so, dass wir dann keine Kinder mehr haben, die verhungern, ja, und sozusagen, ja, denn es wäre Selbstmord, jedes Kind, das jetzt am Verhungern ist, zu retten. Und dann werden, das werden immer mehr. Sie würden dann feststellen, das wird dann zum Pull-Faktor und dann werden die Leute 50 Kinder bekommen, dann retten wir die alle und dann sind wir alle völlig selber kaputt, ne? Sind wir alle pleite. Und völlig kaputt. Ja,
So viel. Ich verweise nochmal auf unsere heutige Nachmittagssendung. Die ist, da war ich noch wesentlich fitter. Und ja, das war es jetzt mal wieder mit unserer wissenschaftlichen Tagesschau heute. Und wenn Sie nur ein bisschen ahnen, dass Sie hier der Wahrheit begegnet sind, machen Sie sich klar, aus meiner Sicht, vergessen Sie alles andere an Informationen. Hier kriegen Sie alle wichtigen Informationen und dann auch noch wahrheitsgemäß und die Wahrheit, ein rundes Gesamtbild der Wahrheit. Alles andere, was Sie schauen können im Internet, ist erschreckend voll von Unwahrheiten, auch wenn zwischendurch Wahrheiten drin sind. Ich fürchte jetzt zum Beispiel, dass das Bodo Schiffmann und so, was ich so gesehen habe an Sendungen und so, Widerstand 2020, dass das Ganze wieder in so eine Verschwörungstheorie-Partei abrutscht. Ne? Ja, irgendwelche Leute haben da wohl doch böse Absichten. Nein, das sind alles gewinnbringende Irrtümer, die ganz normal in der Marktwirtschaft jeden Tag entstehen, 1 bis 100 neue gewinnbringende Irrtümer und deswegen die Marktwirtschaft ruiniert die ganze Erde und macht alles kaputt und das ist so. Also nur hier kriegen Sie die sachliche Wahrheit, überall anders kriegen Sie eigentlich nur Verschwörungstheorien oder sonstige Halbwahrheiten und mehr als Halbwahrheiten kriegen Sie woanders leider nirgends. Ich hoffe, Sie haben das mittlerweile schon verstanden. Ja, tschüssi!